Herzlich willkommen zurück zum nächsten Teil von Roots of Insanity. Ja, und ich habe gerade die Batterie gewechselt, wie man hier unschwer erkennen kann. Und ich frage mich gerade, wo zum Geier ist dieser Sack gerade hergekommen? Ich will es ehrlich gesagt auch gar nicht wissen. Ich will hier einfach nur irgendwie weiter und schauen, was zum Geier hier alles abgeht. Der ist offen, da ist immer gar nichts, da ist auch nichts. Kühlschrank ist die Tür rausgerissen. Ah! Da ist wieder einer auf dem Boden, das heißt, wir können wieder drehen. Hey, du Luder! Boah, der hat mich erwischt. Boah, der hat mich aber zweimal erwischt, das hat man ganz genau gesehen. Ich denke mal, da der mich... Nein, geht nicht. So, da gucken. Oh, was geht denn da für ein Film, ey? Ey, lauter Leiche und kaputte, ey. Was für ein Spiel habe ich mir hier nur ausgesucht, ey. Heiliges Blechle, ey. Also da hinten hin komme ich nicht. Wie gesagt, ich lasse die Kamera an, obwohl es wahrscheinlich ohne Kamera wahrscheinlich besser sehen wird. Ja, das geht gerade so, aber Also gut, da ist die Tür. Hier hätten wir ein Medikamentenschränkchen, wo wieder mal nichts drin ist. Ein Kühlschrank sehe ich gerade. Nein. Also hier geht es definitiv nicht weiter. Das heißt, wir müssen durch die Tür. Wir sind wieder im Außenbereich. Wir können eigentlich nur Versammlungszimmer. Ziel abgeschlossen. Okay. Oh no. Oh nein. Oh my goodness. Also ich hoffe, das war jetzt nicht gerade in dem Spiel, aber ich habe ein Babygeschrei gehört. Also ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt aus dem Fernseher kam oder ob das jetzt... Ach du Scheiße, verdammt. So, hier liegt was auf dem Stuhl. Also man kann nichts anschauen, okay. Da hinten liegt was. Sehr geehrter Dr. McLean, meine Forschungen hier ist getan. Wenn Sie mich hier nicht finden, kommen Sie bitte an das Labor im Anbau. Ich werde meine Experimente dort fortsetzen. Ich fühle, dass wir uns dem Ende nähern, Dr. Leon. Aha. Du erinnerst dich nicht daran, dass es in einem Anbau und ein anderes Labor im Krankenhaus gibt. Du musst dieses Labor finden, aber du musst zuerst den Anbau erreichen. Dein Vater könnte da sein. Also da vorne ist irgendein komisches Licht. Ich habe keine Ahnung, was da eigentlich hier abgeht. Wieder mal gar nichts, aber hier hinten auf dem Stuhl liegt eine Batterie. So, wir haben wieder vier Stück, das finde ich gut. Also, mir hören es, das sind schon wieder. Oh
Meine Fresse, ey, was soll denn der Scheiß? Müsst ihr mich so erschrecken? Ihr Drecksäcke. Also da hinten komme ich definitiv nicht durch. Da liegt wieder so ein Kaputte. Jetzt ist die Frage, steht dieses komische Viech, was da unter dem Schrank steht, wieder auf oder müssen wir denn... Ich wusste es. What the fuck? Ich soll laufen. Was geht denn jetzt für ein Film? Ich habe kein Messer mehr. Ich komme da hinten nicht raus, also ich versuche jetzt mal irgendwie an denen vorbeizurennen. Ich habe keine Ahnung, was jetzt mich erwartet. Also renn, du Luder! Ich bin nicht durchgekommen, also irgendwas war da jetzt, Oh Mann, ey, was geht denn hier für ein Film ab, ey? Was geht hier nur ab, ey? Irgendwie habe ich mein Messer verloren, also das finde ich ja überhaupt nicht schön, weißt du? Das ist echt scheiße. Jetzt bin ich ja wieder da, ey. Was soll denn der Scheiß? So, ja, bla bla bla, kennen wir schon. So. Also, ich versuche das jetzt hier mal so schnell wie möglich irgendwie hinter mich zu kriegen. Oh, meine Fresse. Also jetzt im Moment habe ich ja wieder mein Messer. Jetzt ist natürlich die Frage, da hinten ging es nicht weiter. Also was... So, wenn ich jetzt wüsste, wo ich hinlaufe. Super. Toll. Ich wollte gerade erst einmal das Ding anmachen, aber ist in Ordnung. Scheiße. Ja, was will ich machen? Ich habe noch keine Ahnung, wo ich hinrennen soll oder was ich machen soll. Also den Weg, was ich vorhin gelaufen bin, war definitiv falsch. Oh no. So, als erstes mal wieder die Funzo. Ja, kennen wir. Bla bla bla. Da war nichts drin. Ja, ist in Ordnung. Sehr schön, wunderbar. So, also, das dritte Mal, wo ich jetzt schon erschrocken bin. Also gut, okay, nächster Versuch. So, ja, der greift. Ja, kennen wir. Ich habe einen Schlüssel gefunden, geil. Ich muss hier raus. Ja, das habe ich alles gefunden.
Wird gespeichert. Sehr gut. Speichern hört sich immer gut an. Jetzt ist natürlich die Frage, wo zum Geier gehe ich hin, ne? Also, hier waren ja einige Zimmer, wo ein zugeschlossen waren. Das Schlimme ist, ich habe jetzt keine Waffe mehr, also ich habe kein Messer mehr. Ach du Scheiße. Was geht hier ab? Keller ist nie gut. Nein. What the fuck? Ich hab doch einen Schlüssel, verdammt. Geh doch da rein. Das ist ja eine tolle Wurst. Als erstes mal gucken wir mal, ob wir... Ne, brauchen wir nicht. Gut. Ja. Wenn ich ein Messer hätte, ne, dann könnte ich ja jetzt mal da hingehen, können die mal alle abflatschen. Aber was passiert, wenn ich jetzt da reinspringe? Na komm, scheiß drauf. Probieren wir es einfach. Ja, wir warten auf das, was jetzt kommt. So. Ja. Den Text da oben haben wir jetzt ja schon ein paar Mal gelesen. Das ist in Ordnung. Das lassen wir einfach mal so stehen. Also wir müssen in diesen anderen Anbau gehen von dem Krankenhaus. Und hoffen, dass da irgendwo... mich im Moment noch nicht bewegen oder irgendwas machen. Ich habe keine Ahnung, was jetzt hier im Moment gerade abgeht. Oh! Ich habe wieder ein Messer! Och nö, oder? Ja, nee, ist klar, ey. Komm mal, erinnern am anderen Mal, mal platt hier, das ist kein Problem, die pack ich. Komm her, du Luder! Du bist der Nächste. So, wir nehmen die 1. Also anscheinend wollen die nicht rauskommen, aus welchen Gründen auch immer. Das will er nicht, jetzt ist er irgendwo eingeschlafen. Oh ja, was, ey, dumme Sau. Komm, freck doch endlich. Oh, meine Fresse. Jetzt ist natürlich die... Ja, jetzt. So, mehr. Ich krieg mal noch hin. So. Hey, flatsch ab. So. Das hätten wir mal erledigt. Oh, hier, ja, jetzt habe ich... Oh, hab die falsche Taste gedrückt, jetzt habe ich mein Ding aufgefüllt. Scheiße. Ja, okay, ich sag mal, es ist ja hell genug. Und, die Batterie hält lang genug. Jetzt ist nur die Frachtzahl wahrscheinlich nur noch 3 und voll, ne? Okay, also der steht doch mit Sicherheit drauf. Hallo? Will nicht. Gut, dann bleibst du liegen. So, also, die geht nicht auf. Da ist eine offene Tür. Das klingt ja schon fast wie eine Einladung. Ich sehe einen Zettel.
den wir uns natürlich sofort angucken. Von Dr. Leon wieder. Zusammenfassung der Patientenbefragung. Die Gehirnfunktion des Patienten begann ungewöhnlich zu funktionieren, weil man ihr die falschen Medikamente während des ersten Tests gab. Ich musste den Patienten unterwerfen, da ich sie nicht kontrollieren konnte. CX3 wurde der Patientin injiziert, um das Testmedikament daran zu hindern, dauerhaft Schaden zu verursachen. Behandlung versucht, Pathologiebericht, Laboruntersuchung, Medikamente. Okay. Verdammte Scheiße, was ist hier nur los, ey? Da geht immer gar nichts, da geht auch nichts. Da geht auch nichts. Da geht nichts. Da geht nichts. Und da geht nichts. So, jetzt gucken wir mal, ob man dem Schreibtisch können wir nichts. Das Schränkle da hinten ist leer. Und ich begebe mich jetzt einmal weiter auf Erkundungsjagd. Und ich glaube, wenn wir sie jetzt mal echt einmal das Ding aus. Ich muss es anlassen, weil immer diese. Anscheinend komme ich hier nicht rein, egal was ich mache. Ja, ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Also von dort bin ich hergekommen. Das ist ja in Ordnung. Was geht denn dahin ab? Ich gehe mal hier weiter und guck mal hier, was hier abgeht. Oh no. Der haut schon wieder solche Hallos. Okay, also als erstes Mal holen wir uns eine Batterie. So, jetzt haben wir wieder unsere 4. Das ist ja schon mal viel wert. So, hier haben wir wieder einen Bericht. Untersuchender Arzt Dr. McLean. Zusammenfassung der Patientenbefragung. Patientin zeigt selbstverletzende Tendenzen. Patientin hat Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren und Einzelheiten zu merken. Es sind zufällige Rückbewegungen zu beobachten. Die Patientin berichtet über Juckreiz und Stechen. Es ist eine abnorme Veränderung der Hautfarbe vorhanden. Du musst das Labor finden. Du musst herausfinden, was deine Eltern damit zu tun haben und warum diese Experimente durchgeführt wurden. Ich muss einen anderen Weg finden. Was zum Geier? Ich glaube, ich stehe im Wald, ey. Nix, Schweine. Ja, da muss ich wohl da durch. Buh, auswechseln. Wenn ich da nicht durchkomme. Wie zum Geier soll ich hier rauskommen? Nee, oder? Ah! Oh, meine Fresse. Der war doch voll in die Fresse gestochen. Der muss doch Hilfe hier. Hä? Wieso bin ich jetzt wieder hier?
ich war es nur eins. Hier ist Medizin. Ich glaube, es hat gerade gespeichert, aber ich kann es jetzt nicht direkt behaupten, ob das jetzt passt. Wir machen hier einfach jetzt mal einen Cut rein, weil ich sehe gerade, wir nehmen schon wieder über knapp 20 Minuten auf. Also nehmen wir hier jetzt, machen wir hier jetzt einen Cut rein und ich hoffe, es hat euch wieder gefallen und wenn es euch gefallen hat, macht einen Daumen nach oben. Bis dahin, bleibt mir treu, schaut weiter die Videos und grüßt mir die Hühner. Bis dann.